gab eine Zeit, in der wir Muslime schutzlos und schwach waren. Aus unseren Häusern vertrieben, beleidigt, verschmäht und gedemütigt. Der Starke unter uns vermochte nicht, den Schwachen zu beschützen. Die Alten wurden vor den Augen der Jungen gefoltert. Die Mächtigen und Einflussreichen verbündeten sich gegen die Muslime und ganze Stämme und Sippen schlossen sich ihrer Bewegung an. Sie erzeugten eine Atmosphäre der Angst und schürten Hass gegen den Islam, bis sich niemand mehr sicher fühlen konnte und die Muslime zum Feindbild in ihrer eigenen Heimat wurden. Diese Zeit, von der ich spreche, sie war die Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine Geschwister, wenn ich euch heute diese Geschichte erzähle, dann möchte ich, dass ihr an unsere Lage denkt. Denkt dabei nicht nur an die Muslime von damals, denn wir befinden uns heute in einer sehr ähnlichen Situation. Es war das Jahr 615 nach Christus, 7 Jahre vor der Hijra. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam musste zu einer drastischen Maßnahme greifen. Eine Maßnahme, die es zuvor noch nie gegeben hatte. Er erteilte einer Gruppe von Muslimen die Erlaubnis, auszuwandern, ihre Heimat zu verlassen und in ein fremdes Land zu ziehen. Dieses Land war damals bekannt als Al-Habasha, besser bekannt als Abyssinien. Es waren ca. 100 Muslime, die sich auf den Weg machten. Darunter waren großartige Sahaba wie Mus'ab ibn Umair, Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Jahsh, Abdullah ibn Mas'ud, Ja'far ibn Abi Talib und Az-Zubayr ibn Awam. Sie wurden vom damaligen König empfangen und aufgenommen. Aber kaum hatten sie sich in Sicherheit gewogen, kam schon der nächste Tiefschlag. Eine Delegation der Quraysh ging zum Negus, um die Muslime anzuschwärzen. Sie forderten beim Negus die Auslieferung der Muslime. Was hätte dies nun für die geflüchteten Muslime bedeutet? Eine Abschiebung nach Mekka und damit eine erneute Verfolgung und Folter. Aber der Negus wollte zuerst vom Lager der Muslime hören, weshalb sie denn ihr eigenes Volk verlassen hatten, wieso sie den weiten Weg auf sich genommen und um Schutz bei einem fremden Herrscher angesucht hatten. Also wollte er beide Parteien gegenüberstellen und jeder sollte seinen Standpunkt erklären. Nun, die Mekkaner waren gut organisiert. Sie schickten ihre besten Leute, die besten Sprecher. Wer war der beste Sprecher zu jener Zeit? Amr ibn al-As. Er war sehr intelligent, eloquent und raffiniert. Die Muslime verstanden schnell. Wenn sie Amr die Stirn bieten wollten, dann müssten sie sich genauso gut organisieren wie die Quraysh und unter ihren Reihen jemanden bestimmen, der in ihrer aller Namen spricht. Und so entschieden sie sich für Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anh. Er sollte von jetzt an ihre Interessen vertreten und in ihrem Namen vor dem Herrscher sprechen. Der Negus rief die Muslime in seinen Palast und er rief die Quraysh in seinen Palast. Damals war es üblich, sich vor dem Herrscher zu verbeugen. Amr ibn al-As, raffiniert wie er eben war, wusste, dass sich die Muslime vor dem Negus nicht verbeugen würden. Er nutzte diese Information, um die Muslime beim Negus zu diskreditieren. Bereits vor der Ankunft der Muslime sagte er zum Negus: O edler Herrscher, ihr werdet sehen, dass diese Leute sich nicht vor euch verneigen werden. Als nun die Muslime in den Palast kamen, grüßten sie den Negus höflich, blieben aber kerzengerade. Sie ließen nicht einmal den Hauch einer Verneigung erkennen. Sodann fragte sie der König: Wieso habt ihr euch nicht verbeugt? Da sagte Ja'far radiallahu anh selbstbewusst und respektvoll: Von niemandem verbeugen wir uns, außer vor Allah. Ja'far erklärte dem Negus, dass es nicht aus fehlendem Respekt ihm gegenüber sei. Sie verbeugten sich deswegen nicht, weil es Allah den Muslimen verboten hatte, sich vor jemand anderem zu verbeugen, außer vor ihm subhanahu wa ta'ala. Der Negus akzeptierte ihren Standpunkt. Er ließ sich von Vorurteilen nicht in die Irre führen. Nein, vielmehr beeindruckte ihn sogar ihr geschlossenes Auftreten und gemeinsames Festhalten an ihrer Religion. Meine geliebten Geschwister, manchmal glauben wir, dass wir unsere Religion verleugnen müssen, um Schutz und Sicherheit zu erlangen. Aber genau hier liegt der Fehler. Allah subhanahu wa ta'ala ist es, der Schutz und Sicherheit gewährt. Nur wenn wir zu unseren Werten stehen und zum Islam bekennen, nur wenn wir kompromisslos bereit sind, für diese Überzeugung einzustehen,
Nur dann werden wir die Unterstützung Allahs erlangen. Und bei Allah, die Zeit, die wir heute erleben, sie ist ähnlich hart. Zwar werden wir nicht aus unseren Häusern vertrieben, zwar werden wir nicht gefoltert, aber jeder kann mit ansehen, wohin die Atmosphäre des Hasses führen kann. Und daher ist es heute wichtiger denn je zu verstehen, zu begreifen, dass wir Muslime, dass wir entweder gemeinsam steigen oder gemeinsam fallen.